Nicole Billa. Ein Spiel auf deinem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, aber leider 2-0 verloren. Dankeschön erstmal für die Glückwünsche und ja, also es war nicht das Spiel, das wir uns vorgestellt haben. Und ich glaube, es hat einfach heute einiges nicht funktioniert, überhaupt zum Spiel nach vorne. Und ja, das gilt jetzt zu analysieren und im nächsten Spiel besser zu machen. Es war auch ein ziemlich hartes Spiel und die Schiedsrichter haben ganz viel gepfiffen und manchmal zu wenig gepfiffen. Also Sie haben recht, also manchmal hat es Sachen gegeben, wo man sich dachte, ja okay, eigentlich spielen wir Fußball. Und dann waren halt wieder Sachen dabei, wo es hart zugangen ist, aber ich glaube, es war auf beiden Seiten gleich und deshalb waren die Chancen für jeden gleich. Ja. Ich glaube, das letzte Jahr, 2017, war ein riesiges Jahr für Österreich, auch zu die Qualifikation. Zur WM läuft es bisher gut, obwohl die eine ganz schwere Gruppe hat mit Spanien und Finnland. Aber beide kommen noch nach Österreich, also da ist ganz viel möglich. Ja, also ich glaube, wir werden uns gut vorbereiten auf die beiden Gegner und natürlich darf man die anderen Gegner nicht außer Acht lassen und ja, wir werden unser Bestes probieren rauszuholen und schauen, dass wir die Qualifikation schaffen. Ja, wie wichtig ist dann ein Turnier wie dieses als Vorbereitung nach solchen Spielen? Also ich glaube, dass das Turnier sehr wichtig ist, weil hier auch einfach gute Mannschaften sind und man sich einfach weiterentwickeln kann bzw. auch sehen kann, wo man gerade steht. Ja. Du hattest ja in Österreich alles geholt, die Meisterschaft, Pokal, auf dem Moment sind sie bei Hoffenheim. Wie wichtig ist der Schritt für dich selbst? Also für mich persönlich, glaube ich, war es ein sehr wichtiger Schritt, weil ich mich einfach wieder weiterentwickeln konnte, beziehungsweise immer noch dabei bin und ja, man wird sehen, wo der Weg hinführt. Ja, letzte Frage, ein Endspiel für WM in Frankreich, das ist kurz dabei, das ist dann das große Ziel für Österreich, denke ich. Also ich glaube, wir können davon träumen, aber das ist noch ein langer und harter Weg und ja, erstmal gilt es, die WM-Qualifikation zu schaffen und dabei zu sein und dann wird man sehen. Okay, dann möchte ich dich nochmals gratulieren mit deinem Geburtstag. Viel Glück beim nächsten Spiel und die Qualifikation für die WM. Dankeschön. Danke.